Ist dein Freund Türke? Auch? Nee, mein Freund ist Iraner. Okay, aber nicht, dass er mich absticht jetzt, weil ich so, das kommt jetzt so rüber, als hätte ich mich jetzt angemacht. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Heute mit einem veganen Döner im Test. Wie ich finde, sehr, 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 sehr interessantes Thema. Wir wollen natürlich heute auf die Schliche kommen. Wir haben eine Mission. Wir möchten herausfinden, zum einen natürlich, kann ein veganer Döner mithalten mit einem normalen Döner, in Anführungszeichen normal, und vor allem sehr interessant auch, schaffen sie es, den Geschmack eines Döners zu imitieren, sodass der Döner wirklich so schmeckt wie ein normaler Döner. Mich interessiert in den Kommentaren eure Meinung zum veganen Döner, generell zu veganen Produkten würde mich interessieren, und natürlich eure nächste Döner-Empfehlung. Haut es rein, versucht es bitte, bitte immer wieder. Ich komme irgendwann zu euch in die Stadt und werde Döner testen. Für dieses Video, wir befinden uns am Ende des Videos, ich sage es euch, sehr einschneidendes, sehr überraschendes, also ein sehr überraschendes Ergebnis, was mich wirklich irgendwo geprägt hat, weil das flashig war. Es war flashig und ich freue mich aufs Video. Ich freue mich, euch das zeigen zu können. Es geht weiter. Also, da geht es jetzt hin. Apple and Eve, vegan and nature. Da oben, da ist er. Direkt am Bahnhof hier. Ne? Schanze raus, zack, da ist der Tunnel. Wer die Gegend hier kennt, weiß, wovon ich spreche. So, wir haben jetzt Kollegen hier vor Apple and Eve. Der isst hier gerne, hat ja auch den Döner schon probiert, aber nur den Gyros-Döner bisher. Ja. Ne? Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr frisch. Also, ich bin sehr überzeugt davon. Ich bin jetzt erst den dritten Tag vegan, aber sehr, sehr gut. Okay. Wirklich sehr gut. Und wenn du sagen müsstest, Vergleich, sage ich mal, normales Gyros-Fleisch oder Gyros-Pita, wie auch immer, zu jetzt dem veganen, was würdest du sagen, kommt das daran auch geschmacklich? Auf jeden Fall. Ähnlich auch? Ja, safe auf jeden Fall. Ist sehr würzig auf jeden Fall. Okay. Also Gyros war ja so früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, war schon lecker. Und das kommt sehr, sehr nah da dran. Okay, geil. Ist auf jeden Fall. Ich bin gespannt, Digi. Ich danke für die Aussage. Ne? Peace. Okay, cool. Peace. So, habt ihr gehört, das ist nicht meine Hauptfrage. Die werde ich auch gleich den Jungs aus dem Restaurant stellen. Ist es geschmacklich ähnlich? Mithalten ist immer eine dumme Frage. Kann er mithalten? Ist was anderes. Der eine mag so, der andere mag so. Aber ist er geschmacklich ähnlich? Das ist für mich die Topfrage. Also, wir sind am Start. Ich habe die Jungs aus dem Laden jetzt auch am Start. Und mir liegen ein paar Sachen sehr auf dem Herzen. Erstmal moin an euch. Moin. Hi. Für mich sehr wichtig erstmal zu wissen, eure Aussage so, versucht ihr wirklich diesen Dönergeschmack nachzuahmen, imitieren, oder möchtet ihr, ist es eher ein eigenes Gericht, und ihr sagt, es soll gar nicht wie ein normaler Döner schmecken bei euch? Doch, der soll so nah wie möglich am Döner rankommen auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Was ich auch wichtig finde, was ist generell euer Antrieb in diesem Laden? Ihr habt doch bestimmt eine Philosophie oder irgendwie euer Herzblut. Das muss auch irgendwie zu erklären sein, dass man gerade einen veganen Laden aufmacht. Das ist Überzeugung, aber was steckt da genau hinter? Unsere Lebensphilosophie und warum wir den Laden aufgemacht haben, ist einfach, wir wollen, dass Tiere nicht leiden. Wir wollen, dass der Mensch gutes Essen bekommt, halt ohne Chemikalien, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und so weiter. Und ja, das ist unser Hauptziel. Wir können hier Currywurst essen, was richtig nach Wurst schmeckt, ohne Tierleid. Und hier Gyros, Burger genauso. Genauso. Ihr wollt quasi, dass die Leute, die meisten denken, ja, so ein Veganer, zack, der haut sich einen Salatkopf nach anderen rein. Ihr wollt eben genau das vermeiden, ihr wollt, dass die Leute hier reinkommen, deftig geil essen und irgendwie das Gefühl haben, auch, ja, so sag ich mal, nichts missen zu müssen, auf nichts so verzichten aus. Zu müssen. Okay, also es geht los, wir werden jetzt erstmal Döner zubereiten. Dann sagt mal an, Jungs, wo kommt jetzt mein Dönerfleisch her? Also, das ist aus Sojafasern und es halt wird sozusagen von der Maschine genäht mit unserer Struktur und halt mit unseren Gewürzen. So, okay. Das wird nicht umhauen, versprochen. Hier von der Konsistenz jetzt nur einmal. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Schluss zumindest aussieht schon mal und sich anfühlt wie Dönerfleisch. Okay, das sind Salate, Soßen. Also, es gibt dann noch veganen Feta dazu, wer das mag. Ja. Dann ist das hier einfach eine Mischung von Eisberg, Rucola und Karotten. Ja. Bisschen Tomaten kommen dazu, bisschen Gurken, Mais, so klein geschnibbelte Oliven, ja. Ja, Zwiebeln. Und dann gibt es halt den Tzatziki, der ist halt mit Knoblauch, oder halt die Joghurtsoße Tzatziki ohne. Ihr wisst ja natürlich, und da müsst ihr euch natürlich der Challenge auch stellen. Ich bewerte zum einen natürlich, das sage ich einfach so neutral, ob es an den normalen Döner rankommt vom Geschmack, einfach nur ähnlich ist. Und dann kriegt er von mir natürlich auch noch eine Note, weil ich benote meinen Döner mal von 1 bis 10 und ihr werdet danach von mir hören, ob er mithalten kann. Genau das wollen wir, und wir werden 100% besser sein als ein richtiger Döner, garantiert. Ja, ehrlich? 1000%ig, du wirst sehen. Oh, nee, du setzt dich unter Druck. Aber du bist wenig sauer, wenn ich denn, wer weiß, vielleicht gebe ich dir auch nur 5 von 10 Punkten. Ja, ist ja egal, deine ehrliche Meinung ist gefragt und das wollen wir ja auch. Ne? Okay, geil. Wir wollen ja auch mit dem Original vergleichen.
angeglichen werden. Ich weiß, hübsche Frauen werten immer das Video auf, ne? Hi! Kannst du jetzt irgendwas tun, damit ich vielleicht mehr Klicks bekomme oder einen Abonnenten mehr oder so? Könnt ihr ein bisschen den Döner belegen vielleicht? Ja, ja, das wäre gut. Ich glaube, du solltest mir sogar den Döner belegen. Ich kann ein bisschen Feta-Käse drauf machen, wenn du möchtest. Ja, okay, aber du machst mit Liebe, ne? Ja. Okay, okay. Ist dein Freund Türke? Auch? Nee, mein Freund ist Iraner. Okay, aber nicht, dass er mich absticht jetzt, weil ich so, das kommt jetzt so rüber, als hätte ich mich jetzt angemacht. Nein, oder Quatsch, was? Alles cool. Perfekt. Bist du eigentlich ihr Freund? Ja. Ach, du bist ihr Freund? Ja. Ach, scheiße! Das ist ihr Freund! Ach so! Sag das doch mal, Mann! Alter Schwede! Ich bin so ein Esel, ne? Oh, heftig. Warst du sauer auf mich, sei ehrlich? Ein bisschen? Warst du ein bisschen sauer? Nein, nee. Ich hab die Stiche schon gespürt, den Leuten. Ich hab die schon gespürt. Also ich bin ehrlich, ein bisschen skeptisch bin ich schon. Ganz kurz dranbleiben, denn ganz kleine Werbung für ZEK Plus. Food, ihr wisst, Fitness-Food bei ZEK Plus, wie Nudeln, wie Wraps, alles mit mega hohem Eiweißgehalt. Für zwischendrin einmal kurz reinsnacken, falls ihr keine Lust habt, irgendwie groß was zu kochen. Das ist immer eine feine Variante. Gönnt euch zekplus.de und jetzt geht's weiter im Video. Weil ich weiß nicht, wie nah die wirklich jetzt rankommen mit ihrem veganen Döner, ob es wirklich in die Richtung geht, ob ich jetzt denke, wow. Crazy shit. Also ohne jetzt aufs Fleisch erstmal einzugehen, ne? Deshalb ich auch sag crazy shit. Das Feeling gerade auch von dem Tzatziki oder Kräuter, was es ist, als wenn ihr in einen normalen Döner reinbeißt. Das kann ich euch schon mal sagen. Und es schmeckt sehr frisch, sehr, sehr frisch. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein doofer Vergleich, wenn man sagt, bestes Tzatziki der Welt. So ist es nicht, aber es ist eine Art von Tzatziki. Macht ja jeder anders, wie mir schmeckt. Es ist ein sehr frisches Tzatziki. Mit frischem Gemüse, was weiß nicht, wie sie es machen, aber das Gemüse schmeckt wie gerade gepflückt. Ich unterscheide nochmal, man sieht manchmal, wenn man Döner isst, so sehr frisches Gemüse. Hier auch, gar keine Frage. Aber dieses Matching mit dem Tzatziki, mega frisch. Olive noch dazu. Es kommt so ein bisschen der Subway-Charakter, sag ich mal. Subway ist ja wissen, was ich meine, wenn man da noch Oliven mit reinmacht. Ja. Der Anlauf Nummer 2. Jetzt kommt der Döner. Was mich echt vom Hocker haut, muss ich sagen, hätte ich niemals gedacht, ist die Soße. Ich habe lange nicht mehr so ein frisches Tzatziki gegessen. Bombe. Kommen wir zum Döner, Leute. Und dafür holen wir El Chef persönlich. Es ist für mich ein erstmal heftiges Erlebnis, muss ich dir sagen. Wirklich ein heftiges Dankeschön. Erlebnis. Für uns ist die größte Frage jetzt, also ich würde jetzt mal sagen für die Zuschauer, ob ich beurteilen würde, ob es an den Döner rankommt, an den normalen, beziehungsweise ob es ähnlich ist, ob es gleich ist, ob man es nicht merkt. Das ist jetzt überhaupt nichts Negatives. Ich finde, mit einem normalen Döner hat es erstmal, ich würde jetzt sagen, nicht nichts zu tun, aber es ist schon ein Unterschied. Du hast zum Beispiel, und da hatte ich mir schon im Kopf irgendwelche Wörter zusammengereimt, sodass dieses ab unten wisst ihr beim Döner. Wenn man ganz unten reinbeißt und die Soße, die da zusammenläuft unten, dachte ich mir, das fehlt, aber gerade das ist da. Unten beim Döner kommt es den Döner am allernächsten. Wenn ihr mich fragt vom Geschmack her, der Gyros-Döner hat so ein bisschen Schnitzelcharakter. Das normale Dönerfleisch hat einfach das was Eigenes für sich. Nochmal zur Konsistenz fand ich etwas verwirrend am Anfang vom normalen Döner. Und jetzt ist die Frage, wie ich das bewerte. Ich nehme es einfach in die Dönerbewertung jetzt mit rein. Einer Benotung von 1 bis 10 ist es für mich eine 7,5 von 10. 7,5 von 10, ja, es ist... Ich glaube, wenn man mit der Erwartung reingeht, dass man nicht ein Döner ist, ist es nochmal eine Nummer besser, weil dann weiß man, was man kriegt. Sollte man, würde ich beinahe sagen, mal probiert haben, weil es ein Erlebnis ist und es schmeckt wirklich gut, kann man sehr gut essen. Okay. Ja, und dann, Leute, würde ich sagen, haut mir die Kommentare voll, auch mit neuen Dönern, gerne noch was Special-mäßiges. Lasst einen Daumen oben da und hier beim Apple & Eve. Gerne mal rumschauen, wenn ihr in Hamburg seid. Gerade auch wenn ihr nicht Veganer seid, einfach mal zum Testen. Wie ist das so? Digi, vielen Dank. Ja, cool, dass ich hier sein darf. Dankeschön, dass du hier warst.